So. Jetzt haben wir ein bisschen verstimmt. Zack. Und in die Truhe. Ich krieg den Schuss wieder. So, da schießt man da in der Mitte. Haben auch zwei getroffen. Passt leider Gottes. Die Truhe ist nicht offen. Aber sie trifft zumindest den hier. Aber das ist ja wurscht, weil die fliegen sowieso gleich runter. So, zwei Schüsse, das schaffen wir auf jeden Fall. Da brauche ich jetzt nicht mehr sparen. Einmal zack und einmal bang. Und dann zack, bum, bang. Oh, nicht mal. Aber drei Sterne kriege ich nicht, weil der eine nur da ist, Leute. Das heißt, wir kriegen zwei Sterne. Da ist nur ein Scheißer. So, und aus diesem Grund würde ich sagen, machen wir den einen Level nochmal. Denn ich möchte hier schon drei Sterne, das ist machbar. Also, nochmal. Der Level ist so cool, da kann man ruhig mal zweimal, das ist ja nicht. Ich hoffe, ihr zerfetzt mich nicht, weil ich ein Level zweimal spiele, obwohl ich ihn geschafft habe, ne? So, zack, zack, zack. Und da rein, jawohl. So, jetzt machen wir hier weiter. Zack, 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 zack. Das ist jetzt blöd hier. Aber die müsste wieder zurückrollen, die Kugel jetzt. Jawohl, roll da runter in die Kiste am besten. Jo, ich krieg sie wieder. Nice one. So, wir müssen nämlich die hier auch treffen. Und dann kriegen wir... alle, bin durcheinander, alle Sterne. So, der rollt jetzt in die Kiste zumindest. Zack. So, jetzt hau ich ein bisschen weiter rauf da. So. Zack. Irgendwie treffe ich gerade nicht so gut, Leute. Das ist nicht so toll, was ich hier mache. Das ist eigentlich Bullshit. Weil... So werden wir es gar nicht schaffen. Also ich glaube, wir werden uns mit diesen zwei Sternen zufrieden geben müssen. Da war ich ja vorher schon richtig gut gegenüber dem, was ich gerade jetzt abziehe. So, die zwei kriegen wir auf jeden Fall. Jetzt machen wir hier weiter. Einmal in die Mitte hier. So. Das hängt ja komisch hier, ha? Zack. Och. Ist nur was über. Also drei Sterne werden wir nicht hinkriegen, Leute. Das ist fragwürdig. Ich kann hier nur ein bisschen rumeiern, aber das wird nichts bringen. So, ich beende den Level jetzt. Aber zwei Sterne ist ja auch okay. Ich dachte, das geht ein bisschen leichter, aber... Ihr seht, wieder nur zwei Sterne, sogar noch schlechter wie vorher. Weil vorher war nur einer über wenigstens. Also, ihr könnt euch da spielen und manche Level sind echt knackig, sage mal. So, dann gehen wir weiter zum Level 14. Auch ein sehr interessanter Level. Grundsätzlich würde ich immer oben anfangen, Leute, weil alles von oben fliegt runter. Ne? Und macht natürlich dann unten auch Damage. Ich schieße jetzt mal einfach da rein. So, die Kugeln gehen jetzt da ineinander. So, zack. Seht's ja, da kann man was machen. Gefriertruhe ist auch da. So, jawohl, so. Und rein, jawohl, ich krieg ihn wieder. So, jetzt versuche ich den da nur zu treffen. Jawohl. Dann machen wir mal hier weiter, weil hier ist die Gefriertruhe nur offen. Zack, kriege ich wieder. Super. So, und jetzt versuchen wir da reinzuschießen. So, alle getroffen, wunderbar. Das machen wir jetzt hier auch nochmal, beziehungsweise hier zuerst. Komm, dreh dich. Zack! So, das geht dann so schnell ineinander, dass man hier nicht alle trifft. Okay. Oh, ups. Ich möchte die alle einfach treffen. Ach, komm! Ihr seht, es ist nicht so leicht, das Ganze hier. Ah! So. Wir haben nur mehr ein paar Schüsse, darum muss man schon ein bisschen aufpassen, was man macht hier. Aber was wird passieren? Ah, es wird klar. Oh, einer ist übrig geblieben, Leute. Aber es ist ein lustiger Level. Man könnte sich jetzt spielen. Oder ist keiner übergeblieben? Ich weiß jetzt gar nicht. Da ist keiner übergeblieben. Wir haben's. Ja. Also man kann sich da spielen und... sich perfektionieren, es ist schon ein bisschen suchtig, Game. Ne?
Diese Runde habe ich noch gesehen und dann war Schluss bei mir, Leute. Das ist auch sehr witzig. Also ihr seht, Thema Physik, Schwerkraft, das haut hin hier bei dem Game. Und das bei einem 30 Megabyte Game. Das ist wirklich, sowas glaubt ihr nicht. Nicht Gigabyte, Leute, Megabyte. Gut, die Grafik hier ist jetzt nicht der Top 10 Hit, ist klar. Aber sie ist zweckmäßig, sie macht, was sie soll. Sie ist total in Ordnung. Also, ich weiß nicht, man kann sich da nicht beschweren. Ich finde das Game toll. Aber hier muss man mal was treffen. Super, jetzt kriege ich meinen Schuss wieder. Ich versuche jetzt die beiden da hinten mal zu treffen. Oh. In die Hose gegangen. Dass man da vielleicht... Ah! Jawohl. Ich glaube, die haben wir. Was ist jetzt wieder? Habe ich den getroffen, den einen? Cool. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie den getroffen haben. Und wir haben 3 Sterne. Nice one. So schnell kann es gehen. Level 16. So, was haben wir hier Schönes? Das sieht doch sehr physikalisch aus. Schießen wir mal so rein. So, dass wir die Kette hier durchbrechen. Dann werden wir das hier durchbrechen. Es ist lustig einfach. So, jetzt müssen wir das hier loswerden. Ah, oh, das wird jetzt schwierig, dass wir alle kriegen. Einer ist nur da. Oh, wie kriege ich den jetzt? Hopp! Ja, wir haben ihn. So, jetzt müssen wir den hier kriegen. Das wird ein bisschen schwieriger. Zack, der prallt ab, trifft den. Jawohl! So, jetzt müssen wir uns nur mal mit dem hier ärgern. Paar sind nur da. So, wenn ich den jetzt gut treffe. Oh. Okay, das wollte ich, das wollte ich. Das war so geplant. Das haut hin, jetzt muss ich übertreffen. Ah! Ja, wir haben... Oh, komm. Der wird runtergeflogen, Leute. Das ist nicht nett. Aber ihr seht, es ist wirklich lustig. Ich mag dieses Game so viel. So. Mal hier mal ein bisschen Rampi-Zampi machen. Zack. So, jetzt muss man den da nur treffen. Soll jetzt nicht das Problem sein. Die sind ein Problem hier. Die sind schwer zu treffen hier, weil sie im Weg sind, hä? So, und das soll er jetzt treffen. Oh Gott. Der schwingt nämlich da unten blöd rum. Aber ich habe ihn, ich habe ihn. So, und jetzt haben wir nur 5-6 Schüsse für die Deppen da. Was gut machbar ist. Jawohl, den treffe ich wahrscheinlich auch hier, oder? Na, na, na. Oh, nee, nee. Oh, jetzt ist einer über. Das ist doch mies, Leute. Nee, ich habe ihn, ich habe ihn. Jawohl, wir haben ihn. Es gibt 3 Sterne. Yeah. Er ist nur da und ich krieg 3 Sterne. Ja, weil er platzen würde jetzt, ne? So, 3 Sterne. Nice one. Und weiter geht's, Leute, mit Level 17. So, nicht wundern, dass gerade geknackst hat, Leute. Ich musste ein bisschen was am Mikro verändern. So, Level 17. Okay. Dann würde ich sagen, zack, boom, bang, Taktik. Okay, gut. Dann den hier. Oh, den hätte aber auch treffen können. Den hier. Boah, ich schieße überall durch, Leute. Ist das mies. Ha, so viel Pech. Aber egal, wir können das locker noch schaffen. Ihr seht, das Ganze wird instabil dann, ne? Jetzt schießen wir den da weg. Oh ja, das ist nett, dass ich den jetzt getroffen habe. Das fliegt schön runter. So, und die beiden kriegen wir auch noch. Und dann hat die Zack-Bum-Bang-Taktik zugeschlagen, der letzte. Boom. Tschüss. Und gewonnen. Schöner Level. Also das Game macht echt Laune. Es macht einfach süchtig. Noch ein Level, noch ein Level, noch ein Level. Ich glaube 120 oder 125 gibt's. Bin mir nicht sicher. Das sind jetzt alle neue Level, also hier war ich noch nicht. Für mich. Privat, wo ich es getestet habe. Oh, wo soll ich denn da hin? Ich schieße jetzt mal einfach hier in die Menge rein. Mal schauen, was draus kommt. Ja, die kann man auch schubsen, wie man sieht. Das geht natürlich auch. Das sind wieder so Hardcore-Dinger hier, die... Ja, flieg runter. Genau! Das ist eine Idee. Wumps, tschüss. So, dann schubsen wir mal hier ein bisschen an. Schubsen wir nochmal an. Schubst mal nochmal an. Fliegt es jetzt endlich runter. Jawohl, okay, das haben wir. Dann werden wir da reinschießen.
So, hier ist jetzt nur ein bisschen instabil. Das heißt, ich müsste... Oh, das ist blöd. Aber es geht sich aus. Wir schießen den weg. Da ist aber nur einer über. Wieso habe ich jetzt gewonnen? Hm, komisch, komisch, komisch. Aber egal. 2 Sterne. Scheiß drauf, Leute. Man muss nicht immer 3 haben. Aber es ist total okay. 2 Sterne. So. Wir gehen zum Level 19. Auch ein sehr schöner Level. Ich würde sagen, wir fangen hier unten an und dann oben. Das heißt, ich werde den mal da. So, jetzt sind die getrennt. Dann müssen wir die da loswerden. Den wollte ich treffen da eigentlich. So, habe ich getroffen. Das passt. Jetzt müssen wir die da loswerden. Passt. Jetzt fliegt es nämlich so runter. Und dann müssen wir eigentlich nur mehr genau das machen, was wir eh jetzt machen. So, den einen da nur treffen. Das wird man wohl schaffen. Jawohl. So, und das Ganze machen wir hier oben auch. Ich schieße da ein bisschen rein, dass die unten auch schön getroffen werden. Also den Level haben wir schön gemacht. Brauche ich nur mehr den treffen da. Und es hat sich. Tschüss. Gewonnen. Woohoo. Nice one. Ist wirklich ein schönes Puzzle-Game. Ich kann das einfach nur empfehlen. Für die Größe sowieso meinen tiefsten Respekt. Ich finde die Grafik übrigens zweckmäßig, hier auch ein bisschen bunt und so, ist total okay. Also, ich kann mich damit beschweren. Ein kleines, nettes Game. Level 20, Leute. Mal schauen, dass es wieder was Besonderes wird. Jawohl, da kriegen wir eine neue Geschichte anscheinend. Ziehen wir uns die mal rein. So, jetzt geht's richtig an anscheinend. Sind hier am Friedhof unterwegs? Auf dem Weg zum Friedhof. Jo, das sieht ein bisschen komplizierter aus, aber 3 Sterne wären schwer, aber okay. Mal schauen, was wir erreichen werden. Ihr seht, Physik hat wieder zugeschlagen. Absolut nice. So, haben wir da was rein. Oh, den hätte aber auch treffen können, du. Das ist nicht nett. So, dann den da oben treffen. Jawohl, geh in die Kiste. Ich krieg meinen Schuss wieder. Nice one. So, da kann man zum Beispiel so dafür sorgen, dass der da reingeht. Also, haut hin. Komm, den kriegst du auch noch. Jawohl. So. So, jetzt müssen wir die da treffen. Und zwar mit Schmackes, dass das auch schön abprallt hier. Den trifft er auch noch. Jawohl. Haut hin, Leute. So, jetzt möchte ich den hier mal weg. Ich würde gerne den da drüben treffen. Oh, oh, knapp war das. So, wir werden das jetzt aber abschließen, denn ich riskiere... Oh, puh. Ich riskiere es nicht, dass wir es nicht schaffen. Das wollte ich eigentlich sagen. Weil 3 Sterne ist hier ein bisschen hart. Weil sich das immer so grausig dreht, ne? Aber scheiß drauf. 2 Sterne, total in Ordnung, Leute. Da kann man nicht meckern. Wir sind auf dem Friedhof, Level 21, wenn ich ihn anklicken kann. Hüpft ein bisschen rum hier. So, was haben wir hier Feines? Das ist wieder sehr statisch, so wie das ausschaut. Die 4 befestigen hier immer. Gut, dann der da mal weg. Jo, lustig. Wir müssen einfach nur die, die das halten hier weg, glaube ich. Das haben der da noch. Einer noch. Das müsste jetzt eigentlich runterfliegen, oder nicht? Nee. Scheiße. Man muss die alle treffen. Es geht nicht anders. Das ist jetzt aber blöd. Das ist jetzt sehr blöd. Muss den auch noch treffen. Also das werden wir beim ersten Mal jetzt nicht schaffen wahrscheinlich. Ich habe zu wenig Schüsse schon wieder. Mhm. Schwierig, schwierig, schwierig. So, zumindest wenn ich die Schüsse wieder kriege, dann geht's. Aber wenn ihr die nicht wieder kriegt, dann ist das kacke. So, den Schuss müsste ich auch wieder gekriegt haben. Wir können da sogar nicht alle abräumen, wären wir nett, Leute. Da haben wir nur zu wenig Ding. Aber ich versuche mal nur ein paar zu treffen hier. Einen Schuss kann ich nur daneben hauen. Das heißt, ich nehme den hier jetzt einfach mal.
Und dann machen wir den Winnerschuss. Zwei sind über, aber wir haben es geschafft. Zwei Sterne, ist total in Ordnung. Also das Ganze ist schon strategisch interessant, ne? Wie gesagt, dieses Spezialwaffen, ich werde es euch mal zeigen, aber generell werde ich es nicht verwenden, sondern in Devil, die ich schon mal gemacht habe. Denn wenn ich die nehme, dann kriege ich diesen zweiten Stern sowieso nicht. Also kommen wir nicht weit. Aber ich würde sagen, wir gehen mal in den Ammo-Shop und schauen wir uns das mal an, was es da gibt. Es gibt Raketen, es gibt Bowling, die teilen sich auf die Bälle irgendwie. Das sind natürlich unterschiedliche Kosten. Ihr seht, das ist ganz schön teuer, der Spaß. Es gibt Bomben und das ist eine Speedkugel oder sowas. Keine Ahnung, was das sein soll. Und ja, mit X geht ihr dann zurück und geht halt shoppen. Wir gehen in den Level 22. Oh, sehr geiler Level. Die Frage. Am besten ist, glaube ich, wir machen das unten irgendwie. Zack. So, dass wir mal reinkommen. Ah, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte da durch. Man muss die Statik irgendwie zusammenhauen bei den Dingern hier. Ihr seht ja, das, genau das meine ich. Jawohl. Oh, es ist nur fett. Vielleicht auch mal oben einen reinhauen, dass das Ganze sehr instabil hier wird. Genau, das muss instabil werden. Noch einen oben rein. Zack, bum, bang. Jawohl, nimm nur alles mit hier. Der müsste nur weg hier und dann fliegt sie ja wirklich fast schon zusammen. Also da ist wirklich fast besser oben reinhauen, muss ich sagen. Da habe ich falsch angefangen. In dem Sinne ist das untere nicht so gut. So, dann kracht es eh schon fast zusammen. Und dahin. Ja, jetzt kracht es ordentlich. Aber es fliegt man noch nicht runter, da, da. Oh doch, jetzt reiß es mit runter, da. Ah. Noch immer nicht. Haha. Leute. So, ich glaube, wir haben es verschissen. Aber das ist lustig, der Level. So, ich werde das dann da raufhauen. Wow. Hoho, da kann ich ja nicht mal schießen. Ah, oh, es geht schon. Irgendwie geht's immer. Oh, geht mal aus der Linse hier. Unsere Kugel steckt hier. Oh, scheiße. Was machen wir jetzt? Ich glaube, das wird ein Bug. Die fliegt gar nicht mehr runter. Kann nicht mehr schießen, wenn die nicht runterfliegt. Jetzt haben wir einen Bug gefunden. Die Kugel hängt. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.